Herr Professor Flohr, Sie sind für den Deutschen Zukunftspreis 2021 nominiert worden, weil Sie und Ihr Team eine völlig neue Generation an CTs entwickelt haben. Was genau ist das Neue? Unser neues CT basiert auf einem völlig neu entwickelten Detektor für Röntgenstrahlen. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen: Mit einem bisherigen CT hat man letztendlich unscharfe Schwarz-Weiß-Bilder der Anatomie des Patienten aufgenommen. Mit dem neuen CT schaffen wir den Übergang zu scharfen, hochaufgelösten Farbbildern. Das geschieht vor allem, weil Sie Cadmiumtellurid als Detektormaterial verwenden, das Sie auch selbst züchten. Erklären Sie vielleicht auch für den Laien verständlich, was sich dahinter genau verbirgt. In einem herkömmlichen CT-Detektor werden die Röntgenstrahlen absorbiert und dabei in sichtbares Licht verwandelt. Dieses sichtbare Licht wird dann in einem nächsten Schritt registriert und in Strompulse verwandelt. Wir haben also eine zweistufige Detektion. Das ist nachteilig. Unser neuer Detektor kann die Röntgenstrahlung direkt in Strompulse umwandeln. Er verzichtet also auf einen Zwischenschritt. Er bietet eine bessere räumliche Auflösung für schärfere Bilder. Und wir bekommen Zusatzinformationen, mit denen wir zum Beispiel die Organe des Patienten besser charakterisieren können und sie nicht nur anatomisch abbilden. Den Arzt, den Patienten interessiert natürlich, was für neue Dimensionen das nun eröffnet. Geben Sie uns Beispiele. Mit unserem neuen Computertomographen glauben wir, dass wir Krankheiten besser und auch früher diagnostizieren können und manchen Patienten andere zusätzliche Untersuchungen ersparen können. Ein Beispiel ist die CT-Untersuchung des Herzens, der Herzkranzgefäße. Viele Patienten haben Engstellen in den Herzkranzgefäßen, die auch behandelt werden müssen. Man muss aber zunächst mal feststellen, ob der Patient auch wirklich solche Engstellen in seinen Herzkranzgefäßen hat. Das kann man heute schon mit der Computertomographie machen. Allerdings haben viele dieser Patienten auch zusätzlich Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen. Mit einem konventionellen CT kann man aber durch diese Verkalkungen nicht durchschauen. Man kann letztendlich nicht erkennen, ob sich hinter ihnen eine Engstelle befindet. Mit unserem neuen CT können wir diese Verkalkungen sicher erkennen, aus dem Bild rausrechnen und können einen Blick auf das tatsächlich verbleibende Lumen der Herzkranzgefäße erhalten.